So, dann gucken wir uns das Ganze mal an einem Beispiel an. Hier nochmal unser Programm. Ich habe jetzt kleine Dinge mal vorbereitet. Und zwar wird zunächst einmal die Funktion Funk deklariert. Das heißt, diese Funktion Funk bekommt einen Integer als Parameter übergeben und gibt einen Integer zurück. Und in der Funktion Main wird erst zunächst einmal ein Parameter k definiert und direkt gleich 1 gesetzt. Diesen Teil brauchen wir für die serielle Schnittstelle, wenn wir mit printf was ausgeben möchten. Das machen wir auch. Wir geben aus, dass wir in Main sind. Und dann rufen wir die Funktion k auf, die Funktion Funk auf, übergeben den Parameter k. Und die Funktion, die macht nichts anderes, als diesen Parameter zu nehmen und ihn direkt wieder zurückzugeben. Also es passiert letztendlich nichts Großartiges. Es geht einfach nur darum, dass wir zunächst einmal ein Gerüst für unsere Versuche hier haben. Ich kompiliere das Ganze einmal und es funktioniert auch. Es lässt sich kompilieren. So, dann beginnen wir mal mit der globalen Variable. Ich definiere mal eine globale Variable int a und die kann ich direkt auch initialisieren. Ich schreibe da mal eine 5 in diese globale Variable. Das heißt, der Compiler geht hin und schreibt in den Datenbereich in den Speicherplatz für die globale Variable a direkt auch die Zahl 5 hinein. Und die können wir uns dann angucken. Das heißt, wir gehen mal hin nach printf in main printf und da geben wir jetzt mal aus, was eigentlich unsere Variable beinhaltet. Und Moment, das geht noch hier da rein. Und dann war das die Variable a. So, und das Ganze machen wir auch noch mal in Funk. Das heißt, wir geben auch ein, dass wir in der Funktion Funk sind. Funk. So. Und kompilieren das Ganze mal und gucken mal, was passiert. Kompiliert und dann lade ich das Ganze mal auf den Emulator. Und führe das Ganze jetzt einmal aus. So. Und er sagt, er ist in Main, a gleich 5. Er ist in Funk und a gleich 5. Das heißt, er kann von beiden Programmen aus auf diese globale Variable zugreifen, weil wir sie hier oben definiert haben und somit der Compiler die Variable a in den globalen Datenbereich gespeichert hat. Und auf diesen globalen Datenbereich können wir halt von überall zugreifen. So, das Ganze machen wir jetzt mal anders, und zwar definieren wir jetzt unser a mal hier in Main und kompilieren das Ganze. Und da meckert er an Zeile 59. Das heißt, hier im Main-Programm geht noch alles gut. Aber letztendlich hier im Funk bei der Übersetzung der Funktion Funk kann der Compiler nicht auf die Variable a zugreifen, weil die Funktion Funk diese Variable a nicht kennt. Umgekehrt genauso, wenn wir die Variable mal nicht in Main definieren, sondern in der Funktion Funk. So, kompilieren das dann mal. Dann beschwert er sich in Zeile 39. Ich gehe mal hoch in Seite 39. Und zwar sind wir da im Main-Programm. Mal hoch, da sieht man void main. Und also im Main-Programm, kurz nach der Ausgabe in Main, möchte der Mikrocontroller ausgeben, wie groß denn die Variable a ist. Aber die Variable a ist in Main nicht bekannt, weil die Variable a in der Funktion Funk definiert worden ist.
So, noch ein anderer interessanter Punkt. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar, wir geben hier einmal die globale Variable int a gleich 5 vor. Und definieren in main eine lokale Variable int a gleich 1 meinetwegen. Ja, 1 reicht. Und in Funk steht eine 2. Das möchten wir auch nochmal in main ausgeben. Haben wir auch schon. Okay. So, das heißt, wir definieren zunächst einmal eine globale Variable a gleich 5. Dann haben wir eine lokale Variable in main, die wir vorher auf 1 gesetzt haben, und eine lokale Variable in Funk, die wir auf 2 gesetzt haben. Kompilieren das Ganze mal und rufen das Ganze mal auf. Und wir sehen, in main behauptet er, die Variable wäre gleich 1. Und in Funk ist die Variable gleich 2. Das heißt, jeder der beiden Funktionen hat ihre eigene Variable a, auf die sie zugreift. Das kann man bei den Funktionen so machen. Was man nicht machen sollte, das, was ich hier gemacht habe, gleichzeitig eine globale Variable definieren, die den gleichen Namen hat. Das könnte dann wirklich zu Verwirrung führen, weil man jetzt nicht weiß, die globale Variable a gleich 5 ist ja auch von main aus zugreifbar. Das heißt, wenn ich das hier lösche, ich mache das mal, übersetze das Ganze mal, lade das Ganze mal auf den Emulator. Das Programm funktioniert weiterhin, aber nun wird von main aus die andere Variable gezogen. Das heißt, jetzt greift er auf die globale Variable a gleich 5 zu und Funk greift immer noch auf die lokale Variable zu. Und was man vermeiden sollte, ist Folgendes, was ich eben gemacht habe, dass man sagt, ich habe eine globale Variable, die a heißt, und ich habe auch eine lokale Variable, die a heißt, weil man sich dann häufig auch vertut und nicht genau weiß, auf welche Variable greife ich eigentlich zu. Das heißt also, man sollte dann nicht den Compiler entscheiden lassen, welche Variable Vorrang hat, sondern dann sollte man der Variablen einfach einen anderen Namen geben. Bei Funktionen ist das durchaus machbar, dass man sagt, ich habe eine Variable a in der Funktion main und ich habe eine Variable a in der Funktion Funk. Und beide Variablen heißen gleich, weil häufig ist es auch so, dass man auf externe Funktionen zugreift, also auf Funktionen zugreift, die ein anderer Programmierer programmiert hat. Und man hat ja selbst keinen Einfluss auf die Variablennamen, die dieser Programmierer nutzt. Und wie wir sehen, ist es auch völlig gleich. Der kann ruhig die gleichen Namen nutzen, da kommen wir auf jeden Fall nicht in die Quere.